Jetzt einmal Reißverschluss fixieren, hier endloses Reißverschluss auf der Rückseite. Ich habe oben fixiert, das ist die hier. Jetzt müssen wir hier erstmal den Zipper einfädeln. Dafür mache ich eine Seite etwas kürzer. Sobald er drin ist, muss man das auch fixieren. Das geht sehr gut auch mit Bügelbrett. Jetzt die zweite Seite, die Zähnchen wieder reinschieben, damit das alles drin ist, wieder fixieren. Jetzt müssen wir das ganz festhalten und den Zipper hochziehen. Ne? Das ist immer so Vorführeffekt. Man hat schon tausendmal eingefädelt, problemlos. Zeigt man was, bitteschön. So, dann kann man das lösen. Fertig ist Reißverschluss.